Produktfeuerwerk von Asus zur IFA. 5 neue Zenfones hat der taiwanesische Hersteller präsentiert und die zeige ich euch jetzt. Hallo, hier ist Jan von Curved bei der IFA bei Asus zu Besuch. 5 neue Zenfones habe ich hier. Das sind die zwei ersten, die ich mir anschaue. Ich zeige euch jetzt das Zenfone 2 Deluxe und das Zenfone Zoom. Was sie besonders macht, das seht ihr jetzt. Kommt mal ran. Den Anfang machen wir mit dem Zenfone 2 Deluxe. Das basiert auf dem Zenfone 2, was ja schon länger vorgestellt wurde, jetzt auch endlich nach Deutschland kommt. Hat zum Beispiel die 4 GB Arbeitsspeicher übernommen. Aber das Besondere ist, dass Asus hier nochmal am Design gespielt hat. Wir haben eine Rückseite mit vielen kleinen Elementen, die das Licht verschieden reflektieren. Und ja, sieht vielleicht ein bisschen merkwürdig aus, muss aber sagen, wenn man es in der Hand hat, es ist sehr griffig. Fühlt sich gut an, es stört nicht, es sind keine Ecken und Kanten, die irgendwie unangenehm in der Hand wären. Das ist schick. Wo wir auf der Rückseite sind, hier sind zwei Tasten, unter anderem zum Lautstärkeregeln. Das erinnert mich ein bisschen an LG. Hier haben wir eine 13-Megapixel-Kamera mit Dual Flash für besonders schicke Farben. Etwas ungewohnt für mich ist der Ein- und Ausschaltknopf hier oben auf der Oberseite. Asus hat sich überlegt, das Zenfone 2 Deluxe zu einem wahren Speichermonster zu machen und bietet das Gerät nicht nur mit 32 oder 64 GB internem Speicher, sondern auch mit 128 GB internem Speicher an. Wobei leider noch unklar ist, welche Varianten hier in Deutschland verfügbar sein werden. Mit 128 GB kommt ihr zusammen mit einer MicroSD-Karte insgesamt auf einen Speicher von 256 GB. Das ist wirklich eine Seltenheit und erwähnenswert. Der Prozessor kommt von Intel. Das ist ein Intel Atom Z3580 Quad-Core-Prozessor. Also mal was anderes als der typische Snapdragon. So, genug zum Zenfone 2 Deluxe. Werfen wir jetzt einen Blick auf das Zenfone Zoom, das ebenfalls über ein 5,5 Zoll großes Full-HD-Display verfügt. Ebenfalls scharf, knackig, sieht gut aus. Hier ist das Besondere, die Kamera löst ebenfalls mit 13 Megapixeln auf, hat aber einen optischen Zoom. Deswegen ist das Gehäuse hier relativ flach, hier etwas dicker. Das ist natürlich für Fotografen besonders interessant. Und auch an andere Fotofunktionen hat Asus gedacht, denn ihr habt hier eine Aufnahmetaste direkt für Fotos und für Videos direkt daneben. Hier sieht man auch sehr schön, dass die Lautstärkeregler auch als Zoom-Tasten für die Kamera funktionieren und euch motivieren, nah heranholen oder weiter weggehen. Wir können auch nochmal die Kamera starten und einen Blick in die Kamera abwerfen. Den Zoom kann ich euch leider noch nicht demonstrieren, denn das Ganze ist ein Vorserienmodell, was noch nicht voll funktionsfähig ist. Aber ich denke, ihr bekommt einen Eindruck und könnt euch vorstellen, ein dreifacher optischer Zoom ist einfach, bringt im Endeffekt eine bessere Bildqualität als ein digitaler Zoom. Soweit zu diesen beiden schönen Geräten, die beiden nach Deutschland kommen sollen. Allerdings steht noch nicht genau fest, wann es soweit ist und wie teuer sie sein werden. Als groben Anhaltspunkt kann ich euch sagen, dass das Zenfone 2 Deluxe international rund 300 Dollar kostet, sodass auch ein Europreis in etwa in diesem Bereich zu erwarten ist. Natürlich als Abpreis, also mit der geringsten Speichergröße von 128 GB, wird man dann mehr zahlen müssen. Soweit erstmal zu diesen beiden Geräten. Wir gehen jetzt weiter und schauen uns die letzten drei Zenfones an. Ich bin jetzt einen Raum weitergezogen und habe die drei übrigen Zenfones in der Hand. Ich jongliere damit jetzt nicht, sonst fällt auch eins runter und geht kaputt. Das lassen wir lieber. Erwähnenswert das Zenfone Selfie, Zenfone Laser und das Zenfone Max. Ich komme mal hier rum und könnt ihr einen Blick genau drauf werfen. Das Zenfone Max basiert wiederum auf dem Zenfone 2 und hat einen 4 GB großen Arbeitsspeicher, einen Intel-Prozessor, 5,5 Zoll großes Full-HD-Display. Besonders erwähnenswert ist bei ihm der große Akku. 5000 mAh ist er groß, soll mal locker für 2 Tage halten, vielleicht sogar ein bisschen mehr, je nachdem wie sehr ihn beansprucht. Der große Akku macht das Gerät auch ein bisschen dicker, ein bisschen schwerer, ein bisschen klobiger, aber das kann einem die lange Akkulaufzeit durchaus wert sein. Ansonsten, hier ist noch die 13-Megapixel-Kamera, die Standard ist beim Zenfone 2 sozusagen. Ihr könnt einmal kurz hinten die Klappe aufmachen. Das seht ihr, ist noch ein Vorseriengerät, das noch nicht final ist. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, später soll der Akku austauschbar sein. Das ist jetzt bei diesem Vorseriengerät noch nicht. So, wenn das wieder zu ist, dann können wir uns dem nächsten zuwenden. Das Zenfone 2 Laser ist quasi das Einstiegsgerät. Das gibt es in drei verschiedenen Größen mit 5 Zoll großem HD-Display. Hier ist die Variante mit 5,5 Zoll großem Full-HD-Display. Und es gibt auch eine Variante mit 6 Zoll großem Display. Wobei auch hier wiederum unklar ist, welche davon genau nach Deutschland kommt.
Von den Specs ist es ein bisschen niedriger angesetzt als die anderen Zenfones. Hat nur einen Qualcomm 615 drin, kein Intel-Prozessor. Auch der Arbeitsspeicher ist kleiner, mein 2 GB groß. Hier ist besonders erwähnenswert, dass die Kamera über einen Laser-Autofokus verfügt, der besonders schnell scharf stellen soll, die Motive. Die können wir hier sehen, kennt man aus dem LG G3, da war es das erste Mal verbaut, im LG G4 ist es jetzt auch drin. Ansonsten finde ich das jetzt nicht so spannend als Gerät, die typischen Tasten auf der Rückseite, 13 Megapixel hat die Kamera hier auch wiederum. Deswegen legen wir das jetzt mal beiseite und schauen uns das nächste an, das ist noch weitaus interessanter, finde ich. Das ist das Zenfone Selfie. Fällt natürlich sofort auf, dass wir nicht nur auf der Rückseite eine 13-Megapixel-Kamera haben, sondern auch hier vorne eine 13-Megapixel-Kamera, mit der ihr euch besonders schön in hoher Auflösung selber fotografieren könnt. Ich mache die jetzt auch mal an, dann sehe ich mich jetzt selber. Das sieht soweit gut aus, Kamera auslösen. Darf natürlich beim Selfie nicht fehlen, dass wir das Ganze mal schöner machen können. Den Beauty-Modus haben wir jetzt. Ihr könnt hier auch bei der Selfie-Kamera die Einstellung anpassen. Verschiedene Aufnahmemodus auswählen. Es gibt auch ein Selfie-Panorama. Das normale Selfie hat einen Blickwinkel von 88 Grad. Im Selfie-Panorama schafft ihr 140 Grad, bekommt also einfach mehr Leute aufs Foto. Ansonsten steckt hier tendenziell die gleiche Technik drin wie im Zenfone 2. Das heißt 4 GB Arbeitsspeicher, ein Intel-Prozessor. Der interne Speicher geht bei 16 GB los. Wirkt soweit irgendwie eine runde Sache. Wir haben Kunststoffrückseite. Genau, auch hier wieder das 5,5 Zoll große Full-HD-Display. Auf allen Geräten läuft Android Lollipop. Ich meine in der Version 5.0 noch. Da wird dann also langsam mal ein Update fertig von Asus. Das waren die 5 neuen Zenfones von Asus. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Sei es, wenn man auf eine lange Akkulaufzeit steht, wenn man auf Selfies steht, wenn man Laser-Autofokus haben will oder wie beim Zoom einfach einen optischen Zoom in der Kamera haben will. Da kommt jeder auf seine Kosten. Die Geräte sind tendenziell gut ausgestattet mit 4 GB, gut ausgerüstet. Die Intel-Prozessoren haben, glaube ich, ordentlich Power. Die Displays sehen schick aus. Die Gehäuse machen auch was her, so dass damit man mit den Geräten durchaus sehr gut zurechtkommen kann. Ein bisschen Geduld ist noch gefragt, denn Asus sagt, sie kommen alle nach Deutschland, aber anders als beim Zenfone 2, was ab Anfang Oktober verfügbar sein soll, gibt es noch keine genauen Angaben zum Preis und zur Verfügbarkeit in Deutschland. Es wird gehofft, dass es noch im vierten Quartal klappt, also dass ihr euch das Ganze noch unter Weihnachtsbaum legen könnt. Aber wie gesagt, das steht noch so ein bisschen in den Sternen. Preislich kann ich euch noch kurz sagen, dass das Zenfone Laser ab $200 international zu haben ist, dass das Zenfone Selfie ab $250 zu haben ist und das Zenfone 2 Deluxe, was wir vorhin gezeigt haben, ab $300. Das sind die Startpreise, da geht's los, das ist so eine grobe Orientierung und die Europreise wird Asus noch nachliefern. Soweit von hier. Wenn ihr mehr Hands-ons von der IFA sehen wollt, unsere Testvideos findet ihr alles in uns im Kanal. Abonniert den, liked dieses Video, schaut auf Curved vorbei. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.